sind heute unterwegs mit unserem Projekt Läden der Poesie. Das ist unsere Premiere. Die ist am 24. Und das ist eine Veranstaltung im Rahmen vom Eigenartenfestival Hamburg. Und wir starten am 24. um 18 Uhr beim Glasbläser Herr Wiederhold. Wunderbaren Gläser betrachten. Ja, ja, genau. Also noch eine Größe. Das, was Sie hier sehen, ist eine Glasbläserei. Und die Technik, die ich Ihnen demonstriere, nennt man Glasblasen vor der Lampe. Das heißt also, jedes Glas ist ein individuelles Glas. Wenn Sie es umdrehen, wenn Sie es leer getrunken haben, dann ist unten ein Kaktus angraviert und die Jahreszahl, wo es hergestellt ist. Und diesmal wollen wir uns aber mit der großen Literatur der Welt beschäftigen. Und wir wollen mit Absicht nicht in einen Buchladen gehen, auch nicht in die großen Theaterhäuser, denn genau in diesem kleinen Leben. Also es geht auch ein bisschen sogar darum, Literatur wieder zu uns zu holen, wieder ein Teil unseres Alltags zu werden. Delia, würde ich gerne erzählen, kommt aus der Schweiz, ist Schauspielerin, schon lange bei der Theatergruppe Die Delikaten dabei, hat auch lange Aufenthalte in den USA gehabt und in den letzten Jahren ganz viel in London gewesen und sie hat gesagt, ja, Viola Cummings möchte ich unbedingt lesen. Sie wird englische Gedichte von Cummings lesen, ich werde sie übersetzen. Oh,
Das erste Mal mit Live-Musik Glasblasen. Oh, das ist bestimmt jetzt ein Glas. Mach das mal laut. Ist anders geworden? Nein, anders nicht, aber es macht leichter. Das arbeitet leichter. Das ist ja so wie mit dem Wasser. Man sagt ja auch, Wasser ist ja, weil reagiert ja auch auf bestimmte Musik und so. Ist das Wasser? So. Ja, ich, Edward Estlin Cummings. Ich fasse mich kurz. Am 14. Oktober 1894 in Cambridge, Massachusetts, geboren und am 3. Dezember 1962 in North Conway, New Hampshire, hat er sich verabschiedet und ein wunderbares Dichtwerk uns hinterlassen. Er entstammte einer liberalen Familie. Sein frühes Interesse an Lyrik wurde von den Eltern gefördert. Er hat studiert am Harvard Literatur. 1923 erschien sein erstes Gedichtband Tulips and Chimneys. In den 1920er Jahren und 30er Jahren reiste Cummings unter anderem in die Sowjetunion, lebte abwechselnd in den USA, Frankreich und veröffentlichte regelmäßig neue Gedichtbände, war sehr engagiert, wenn es darum ging, Krieg, nein, danke. In seinem künstlerischen Schaffen kritisierte er oftmals die patriotische Verlogenheit des American Way of Life und des amerikanischen Traums. So, wir beginnen mit Leben ist wahrer als Vernunft in Englisch und Deutsch. Bitte. Life is more true than reason will deceive, more secret or than madness did reveal. Deeper is life than loose, higher than half, but beauty is more each than living's all. Multiplied by infinity zones if the mightiest meditations of mankind cancelled are by one merely opening leaf, beyond whose nearness there is no beyond. Or does some littler bird than eyes can see look up to silence and completely sing? Futures are obsolete, pasts are unborn. Here, less than nothing's more than everything. Death, as men call him, ends what they call men. But beauty is more now than dying's when. Leben ist wahrer als Vernunft verkennt, heimlicher noch als Wahnsinn es enthüllt. Höher als haben, tiefer als zugrund. Schönheit ist mehr als Leben, ungeteilt. Mal der Unendlichen und sonder wenn, das Aufgehen eines Blättchens tilgt bereits der Menschheit Denkpflug zu den höchsten Höhen. Zu diesem Nahsein gibt es kein Jenseits. Oder hüpft sich ein kleinerer Vogel, als ihn Augen sehen, ins Schweigen und sing aus vollem Hals? Was war, ist ungeschehen. Was wird vorbei? Minder als nichts, hier mehr als allerlei. Tod, wie man ihn so nennt, tritt Mensch an. Doch Schönheit ist mehr nun als Sterben, wann? Table and turns out
Vanille, der richtige kleine Vanillestückchen in den Tee oder das Kräutermehl. Ich will beides verkosten. Ja, bitte. Essen ist Liebe, genießen ist Lust. Und hat es euch geschmeckt?
Nur wenn die Tasche hoch ist. So. Wissen wir, was für unser leibliches Wohl getan? Jetzt. Wer ist denn das, deine Kunst? Meister. Jetzt kommen wir zu Pasternak. Boris Leonidowitsch Pasternak. Ist das richtig ausgesprochen? Ja? Ole, kommst du vielleicht auch hier mit hier schon mal hierher? Genau. Genau. So, ich will nur zwei Worte zur Biografie sagen. Pasternak ist am 29. Januar geboren in Moskau. Und am 30. Mai 1960 in Peredelkino bei Moskau. Das war eine Künstlerin. Ja, so eine Dacia. Eine Dacia. Dacia. Ah ja, Dacia sagt ihr in Russland. Wunderbar. Marzelle. Genau. In Moskau als Sohn jüdischer Eltern geboren, wuchs Boris Pasternak in einem intellektuellen, künstlerischen Milieu auf. Sein Vater Leonid war Künstler und Professor an der Moskauer Schule für Malerei, seiner Mutter die bekannte Pianistin Rosa Kaufmann. Inspiriert hat ihn Leo Tolstoi. Wir müssen ein bisschen kürzer machen. Pasternak blieb in Russland, während seine Eltern und Geschwister 1921 nach Deutschland emigrierten. In den 30er Jahren arbeitete er als Übersetzer, unter anderem von Goethe, Faust und Shakespeare. Tragödien. Er las Werke wie Rilke und Kleist und viele englische Schriftsteller. Und nach dem Krieg arbeitete Pasternak vor allem an einem Roman, sein einziger